Willkommen zu einer neuen Challenge. Und zwar gibt es heute die Ugly to Beauty No Mistake Challenge. Ich fuse ja in letzter Zeit gerne zwei Challenges zusammen und ich dachte, diese Challenge bietet sich einfach mehr als an, dass wir die mega schwere Ugly to Beauty Challenge mit dieser No Mistake Challenge verbinden. Das Schlimmste wäre jetzt noch, wenn ich daraus noch eine No CC Challenge machen würde. Aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt, dass ich das auch noch mit reinfüge. Es wäre wahrscheinlich mein schlimmster Albtraum. Naja, auf jeden Fall bin ich ganz aufgeregt. Ich komme gerade von der Arbeit und bin irgendwie noch voller Elan, obwohl gerade ein riesengroßes Gewitter draußen losgeht. Also es geht gerade erst los. Also falls ihr das Grollen hört, das ist nicht mein Magen. Na gut, ich laber immer so viel, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in die Challenge rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, unser Wunderwerk für heute ist diese wunderschöne junge Dame. Sie heißt Ariadne Loyal. Ich habe sie wie immer aus der Galerie runtergeladen. Ich gebe dann immer einfach Hashtag UglyToBeauty ein und dann gucke ich, was so eine Herausforderung für mich wäre. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass Schönheit ja immer im Auge des Betrachters liegt und ich niemanden diskriminieren möchte. Jeder ist schön, so wie er ist. Als erstes müssen wir natürlich erstmal wieder die Haare wegmachen. Oh mein Gott, ich kriege jetzt schon einen Nervenzusammenbruch. Puh, ganz ruhig, Nina. Ich weiß einfach gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, als erstes widmen wir uns jetzt erstmal den Ohren, weil dann ist das irgendwie ein bisschen einfacher zu sehen, ob sie normal aussieht oder noch ein bisschen freaky. Okay, ich glaube, das ist normal. Ach so, ich sollte euch vielleicht auch sagen, was die No Mistake Challenge ist. Also ich darf nicht nochmal irgendetwas verändern. Also jetzt darf ich nicht mehr an die Ohren drangehen, beziehungsweise ich darf jetzt noch die Größe verändern, aber nicht mehr die Position. Das ist ganz einfach die No Mistake Challenge. Und Ugly to Beauty ist einfach von nicht so schön zu etwas mehr schön. Manchmal geht es ein bisschen schief. Ich bin mir noch nicht so sicher über die Proportion der Ohren, aber ich gehe da jetzt lieber mal nicht dran, sondern bewahre mir diese Chance für später auf. Ich widme mich erstmal dem Körper, damit ich dann die Proportion für den Kopf sehen kann, weil wie ihr seht, ist der Körper so mini, mini, mini schmal. Wir machen auf jeden Fall ihre Oberschenkel dicker und ihre Unterschenkel dicker. Sie ist auch sehr muskulös, was ja an sich nicht schlimm ist. Oh mein Gott, sie hat so einen kleinen Pebbles. Wir machen mal ein bisschen Purpose-Action rein hier. Die Taille können wir weiter auseinander machen. Irgendwie sieht das alles ganz komisch aus. Warum sieht das so komisch aus? Ah, weil sie hier so dürr ist. Aber das darf ich auch verändern. Ich würde sagen... Ach, das sind die Muskeln. Okay, wir machen sie jetzt einfach mal ein bisschen trainierter. Kriegt sie jetzt einfach mal so die Muskeln. Und sie braucht aber auch ein bisschen Speck. Bisschen Speck auf Rippen, kriegt sie mal so. Und dann müssen wir auf jeden Fall jetzt hier oben mal die Schultern ein bisschen auseinanderziehen. So, die Füße müssen kleiner werden. Sehr gut. Soweit, so gut, liebe Leute. Ihre Boobies müssen wir auch noch irgendwie... Irgendwie sind die ein bisschen weit oben. So ist, glaube ich, ein bisschen besser. Ich bleibe jetzt mal so weit weg und werde die Kopfgröße jetzt mal so verändern, damit ich ein bisschen sehe, wie das, was dann proportional ist. Ich glaube... So müsste proportional sein. Oh mein Gott. Help me, please. Bei der Nase weiß ich wirklich nicht, was ich da tun kann. Ich glaube, ich lasse sie einfach so. Ich nehme jetzt einfach mal diese Nase und drücke sie ein bisschen rein und hoffe, dass es dann irgendwie gut wird. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut war, was ich getan habe. Dann mache ich das ein bisschen runter. Und das... Ich kann auf jeden Fall die Größe der Nasenspitze verändern, das weiß ich. Okay, so, das sieht schon mal gut aus. Und die Nasenflügel ein bisschen rüber. Sehr gut. Und die Breite des Nasenrückens kann ich, glaube ich, auch verändern. Wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir direkt mal hier die Pupillen und machen sie größer. Denn das stört mich auch enorm. Ich hätte lieber erst die Augen verändert. Jetzt weiß ich gar nicht, was normal ist, aber ich lasse sie jetzt einfach mal so und drehe ihre Augen ein wenig. So. Und dann... Ach so, das ist so weit auseinander. No. Wieder in der Detailbearbeitungsmodus. Rein da. Und hier ziehe ich mal ein bisschen runter. Kein guter Plan, aber was soll's. Machen wir mal die Wangen ein bisschen rein, obwohl ich auch so ein bisschen habe. So, oh mein Gott, wir müssen definitiv was am Kiefer tun. Wenn man so von vorne guckt, dann sieht das eigentlich alles ganz normal aus. Und dann so, bam! Wie zur Hölle kriege ich dieses Ding kleiner? So, ah, okay. Wie geht das? Ah. Ich hab's. Aber irgendwie... Ich
lass es mal so. Ha! Ja, Leute, sie sieht immer normaler aus. Und ich glaube, ich kann jetzt, kann ich nicht auch irgendwie, wo kann ich denn nochmal die Nasen? Spitze. Oh. Ja! Leute, ich bin voll glücklich. Okay, wir werden diese nehmen. Bitte lass es keine falsche Entscheidung sein. Okay. Ich lasse jetzt erstmal Schwarzfarbe verändern, können wir immer noch später. Und jetzt werde ich das ganze Gewölbe hier... Oh, okay, das ist schon ganz unten. Ich wollte es noch weiter runterziehen, aber das ging irgendwie nicht. Okay, vielleicht so. Dann gehe ich jetzt erstmal zu den Lippen, denn da können wir ja auch noch ein bisschen was verändern, obwohl ich die Lippen eigentlich gar nicht so schlecht finde. Vielleicht so ein bisschen so. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, oder? Oh mein Gott, die Wangen habe ich schon verändert, ne? Weil die sind immer noch voll... Leute! Ich bin stolz auf mich. Wirklich, ich bin wirklich stolz auf mich. Ihre Augen sind furchtbar. Also ich hoffe, dass die Wimpern irgendwas fixen können auch gleich. Vielleicht machen wir die Augen einen Ticken kleiner. So vielleicht. Ja. Ja, ganz okay. Es tut mir wirklich leid, wenn ich irgendwie Slider zweimal verwende. Dann habe ich es einfach nicht gemerkt, weil ich einfach ein bisschen dumm bin. Ah! Ich möchte drehen. Oh mein Gott. Ich wollte nicht loslassen. Okay, Leute. Sie ist nicht wunderschön, aber es ist besser als meine aller anderen Challenges. Ich meine, irgendwann muss es ja auch mal gut laufen. Wir schminken sie jetzt mal und geben ihr ein paar Haare und vielleicht sieht sie danach nicht mehr aus wie ein Stück Erdbeerkuchen. Erste Maßnahme ist es wie immer natürlich unsere Wimpern, damit wir sie in voller Pracht erblicken können, denn das verändert einfach alles. Oder wir geben ihr einfach so eine coole Brille und dann sieht sie einfach niemand. Aber nein, wir geben ihr Lashes to the Limit. Und zwar kriegt sie diese hier. Halleluja! Halleluja! Ich sag doch, das war eine... Okay, sie sind vielleicht ein bisschen heavy für sie. Ich hätte jetzt vielleicht ein paar andere gewählt, aber das ist der Sinn von der No Mistake Challenge. Wir können es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ihre Augenbrauen sind zu weit unten. Ich würde sie gerne ein bisschen weiter oben machen, aber egal. Egal. So, Haare! Haare, ihr Lieben. Ich weiß noch gar nicht, ich würde ihr eigentlich gerne wieder farbige Haare geben, weil ich bin voll auf den Geschmack gekommen, seit ich die Rainbow Challenge gemacht habe. Das ist voll mein Ding geworden. Ich darf auch nur einmal drücken, das ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß es einfach nicht. Die finde ich echt schön, aber ich weiß einfach nicht, ob sie hier stehen werden. Ich nehme sie jetzt einfach, okay? Leute, drückt mir ganz fest die Daumen. Ich mache die Augen zu. Bitte lass sie schön sein. Ihre Wange steht auf ihren Haaren. Okay, sie braucht definitiv eine andere Haarfarbe, weil diese Farbe steht ihr nicht. Wir geben ihr... Was geben wir ihr für eine Haarfarbe? Wenn wir ihr mal so sowas ihr geben? Ja, komm, Mensch und denn schon. Wenn wir schon verkackt haben und sie ihre Wange in ihren Haaren hier vorne hat, können wir ihr auch einfach ein bisschen diese Haarfarbe geben. Ich gebe ihr diese Haarfarbe. Jo, gar nicht übel. Gar nicht übel. Okay, diese Haare sind wirklich einfach furchtbar für sie gewählt. Das sieht einfach nicht schön aus. Vielleicht können wir ihr einen Hut geben, aber ich habe Angst, es zu riskieren, denn ich habe Angst, dass es danach echt furchtbar aussieht. Aber ich meine, viel schlimmer kann es gar nicht mehr werden, oder? Komm, wir probieren das jetzt einfach. Und wenn es furchtbar aussieht, dann ist das halt so. So ein schwarzes einfach? Okay. Hey! Hey, das sieht gar nicht übel aus. So, ich möchte jetzt aber bitte noch ihre Farbe von den Augenbrauen verändern, weil das darf ich nämlich noch. Das habe ich nämlich nicht ausgewählt. Ich weiß natürlich nicht, ob es danach furchtbarer aussieht als jetzt, aber ich drücke jetzt einfach hier drauf. Es sieht furchtbar aus. Also, ich mag braune Augenbrauen überhaupt nicht mit diesen hellen Haaren, sagte sie und dann braune Augenbrauen zu hellen Haaren. Nein, aber ich meine so dieses warme Braun zu diesen kühlen Tönen. Na gut. Life goes on, okay? Wir geben ihr jetzt erstmal ein bisschen Make-up, weil ihre Lashes sind natürlich noch nicht genug. Wir brauchen mehr. Von dieser Palette kriegt sie etwas. Oh, wie schön. Voll schön, die Palette. Das sieht schön aus, aber passt das zu ihren Haaren? Egal. YOLO, Swag. Yes. Oh, okay. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, aber... Lass mal einfach so. Eyeliner riskieren wir jetzt einfach mal nicht, weil das endet einfach nur böse, ich weiß es. Und hier probiere ich jetzt mal, ihr diesen wunderschönen Highlighter zu geben, den ich liebe. Und ich hoffe, es macht nicht alles kaputt.
ich überlege mir noch, was ich darüber denke. Ich sage euch gleich meine Entscheidung. Lippen. Lippenstift für dieses Girl. Sowas wird ihr gut stehen. Sowas, ja. Ich weiß, es ist eine falsche Entscheidung, aber ich treffe heute nur falsche Entscheidungen. Deswegen machen wir das einfach, okay? Lieber das oder das? Ich glaube, lieber das Kühle. Achtung. Okay. War definitiv noch eine falsche Entscheidung, aber... Jetzt kriegt sie noch Kontaktlinsen, weil es so schön war. Die habe ich neu. Probieren wir natürlich gleich aus, weil das macht natürlich total viel Sinn, bei einer No-Mistake-Challenge neue CC auszuprobieren. Wir hoffen, dass sie jetzt nicht gleich Demon Eyes hat oder keine Ahnung. Sollen wir ihr schwarze Augen geben? Das wäre geil. Nee, wir geben ihr einfach so blaue Augen. Das passt dann so zu ihrer Haarfarbe. Diese hier. Oh mein Gott. Diese Kontaktlinsen sind ja der Wahnsinn. Oh, ich glaube, ich hätte einfach den Lippenstift weglassen sollen und die Cappy. Dann wäre es gar nicht... Na, vielleicht wäre es doch übel, aber... Die Haare machen es kaputt. Ich schiebe es einfach auf die Haare. Okay, dankeschön. Wir gehen über zu Kleidung. Wir schauen, was wir der Guten hier anziehen können, damit sie sich vielleicht ein bisschen wohler in ihrer Haut fühlt. Vielleicht fühlt sie sich auch jetzt schon wohl. Ich weiß es nicht. Oh, wow, das ist wirklich schön. Vielleicht geben wir ihr auch einfach ein Kleid. Oh mein Gott, schönes Kleid. Nina, lass es. Es gibt jetzt keine Experimente. Sie braucht ein Crop-Top. Und zwar kriegt sie jetzt dieses Adidas-Top, was ich letztens runtergeladen habe. Oh, oder diesen Adidas... Nee, das Geknotete kriegt sie. Und zwar kriegt sie da, ja, dieses Hellgrau oder dieses Dunkelgrau. Ich glaube lieber Dunkelgrau. Oder Schwarz, dann passt das ein bisschen besser zu ihrer Cappy. Ja, Schwarz. Okay. Okay, Leute, es wird besser. Es wird besser. Vielleicht könnt ihr das ein guter Sim werden. Ich glaube, ihr kriegt einfach so eine zerrissene hier. Oder kriegt es auch so dunkle? Blue Jeans. Ach, ich weiß nicht. Ist das jetzt schon wieder eine falsche Entscheidung? Aber ich meine, dann passt es ein bisschen zu ihren Haaren. Wir sind hier im YOLO-Lifestyle, deswegen... Again. YOLO. Ich verneige mich vor mir selber. Praise the Nina. Oh mein Gott. Leute. Ich mag sie. Ich fange an zu weinen. Das ist ja ein wunderschöner Moment. Jetzt brauche ich Schuhe. Schuhe, coole Schuhe. Sneaker. Diese Sneaker. Oder habe ich noch andere Sneaker? Custom Content natürlich. Was auch sonst. Oder so Boots wären auch gut. Nein, Sneaker. Und nicht diese, weil die sehe ich schon. Die sehen furchtbar aus. Was habe ich da schon wieder runtergeladen? Oh, die wären natürlich auch gut. Das wäre mal was anderes, ne? Ich meine, wir sind hier schon im Tumblr Live. Da können wir auch full on Tumblr gehen, oder? Hey, das passt doch voll gut, oder? Habe ich die schon mal benutzt? Ich habe gerade irgendwie ein Déjà-vu. Ich finde, sie sieht so voll aus wie so ein Musical.ly-Girl, so. Nee, swag, swag. Ich habe übrigens auch Musical.ly. Ich mache das nicht so häufig. TikTok, sorry. Ich mache das nicht so häufig, aber manchmal schon. Heiße ich genauso wie überall. Soll ich ihr Kreolen geben? Oh, yes. Okay, es passt auf jeden Fall zum Look. Sie sind vielleicht ein bisschen zu viel, aber egal. Und ein Choker kriegt die Gute noch. Ein Choker, auf jeden Fall. Ich habe nämlich voll schöne Choker, finde ich. Sie kriegt diesen hier. Gorgeous. Gorgeous. Leute, ich glaube, ich war noch nie so glücklich wie heute. Vielleicht ist das der Zeitpunkt eines Wandels und meine Sims... werden jetzt einfach schön sein ab heute. Alles ist möglich auf diesem Kanal. Also, abonniert diesen Kanal. Nein, Spaß, Entschuldigung. Aber ich bin wirklich mega glücklich mit ihr, bis auf dass ihre Wange da so durchguckt und das Cappy hätte ich vielleicht auch weglassen sollen. Aber sonst, ich finde sie wirklich mega cool. Also irgendwie hat sie was und... ich bin happy, okay? Ich bin wirklich happy. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Guten haltet. Ich lasse den Namen jetzt natürlich auch so Ariadne, sorry, ich kann es auch mal deutsch aussprechen, Loyal. Sie ist übrigens auf eine erfolgreiche Abstammung aus. Das sieht man natürlich. Sie sieht voll aus wie eine Mutti. Nein, Spaß. Ich würde sagen, das reicht für heute. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin so glücklich, dass endlich mal ein schöner Sim dabei rausgekommen ist und sie wird auf jeden Fall auch in unsere City einziehen. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst mir wie immer gerne Vorschläge in die Kommentare da, was ich noch für Challenges machen soll. Und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Fangt ihn auf. Ihr müsst ihn catchen. Okay, tschüss.